Philipp Amthor für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Parteienfinanzierung hat Klarheit geschaffen. Sie ist nachvollziehbar, und ich will auch offen sagen, sie war natürlich aus fachlicher Perspektive auch für manchen durchaus erwartbar. Und ich glaube, es gehört auch zur parlamentarischen Fairness, einmal zu sagen, FDP, Grüne und Linkspartei haben auch schon schlechter begründete Normkontrollanträge gestellt. Also insoweit, das gehört auch zur Fairness. Sie haben Recht bekommen vor dem Bundesverfassungsgericht. Diese Entscheidung akzeptieren wir natürlich auch als Union. Und ich glaube, es ist im Interesse des ganzen Hauses, deutlich zu machen, dass es keinerlei Spielraum für diese Mythen der AfD gibt. Natürlich werden alle Parteien sinnvollerweise alle rechtsgrundlos erhaltenen Mittel in diesem rechtlichen Rahmen auch zurückzahlen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, das muss man deutlich sagen. Das Bundesverfassungsgericht hat den Grundsatz der Staatsfreiheit der Parteien gestärkt. Das ist richtig, das ist nachvollziehbar. Ich glaube, wir müssen heute aber auch angesichts dieser Debatte der AfD darüber reden, was das Bundesverfassungsgericht nicht gesagt und nicht intendiert hat. Denn ich will schon sagen, das Bundesverfassungsgericht und seine Entscheidung hat keinerlei Anlass dafür geboten, Parteien verächtlich zu machen, die Integrität der Bundestagsverwaltung in Zweifel zu ziehen oder das Bundesverfassungsgericht hier im Plenum zu instrumentalisieren. Und erst recht, Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, haben keinen Grund, aus dieser Entscheidung irgendeinen Honig zu ziehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht zu den Parteien, um das noch einmal deutlich zu machen. Die Parteien, so unterschiedlich wir in unseren Auffassungen sind, sind natürlich der Kern unserer parlamentarischen Demokratie. Das hat auch deutlich gemacht das Bundesverfassungsgericht. Und deswegen muss man schon sagen, unsere Demokratie lebt davon, dass Parteien unterschiedliche Meinungen mit Argumenten austragen und nicht dadurch, dass man sich gegenseitig verächtlich macht. Das können Sie auch in diesem Urteil nachlesen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Und ich will auch noch mal deutlich sagen, wenn jetzt hier vorgetragen wird von der AfD, ja, da gäbe es Mauscheleien, ob und wie die Rückzahlung dort erfolgt, jetzt der Mittel aus der Parteienfinanzierung. Die Bundestagsverwaltung, und auch das will ich, glaube ich, im Namen des ganzen Hauses sagen, bietet hier keinerlei Anlass für Skandalisierung, sondern die Bundestagsverwaltung, die dafür zuständig ist, die hat viele versierte, kluge, überparteiliche Juristen, und das ist auch gut so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und vor allem will ich sagen, das Bundesverfassungsgericht bietet nun wirklich keinen Anlass dafür, irgendeine AfD-Propaganda hier zu verbreiten. Ich meine, das ist schon wirklich bemerkenswert. Ansgar Heveling hat darauf hingewiesen. Stefan Brandner als Justiziar der AfD ist hier breitbeinig aufgetreten, als seien Sie vor zwei Tagen mit einem Sieg aus Karlsruhe nach Hause gekommen. Ich meine, das glauben vielleicht die Kollegen der Fraktion, die sonst von Telegram nur mal kurz 30 Sekunden hochgeguckt haben, um Ihnen zuzuhören. Aber zur Wahrheit gehört natürlich, erfolgreich mit den Anträgen waren Grüne, FDP und Linkspartei. Und Sie haben eine schallende Ohrfeige bekommen, und das völlig zu Recht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das muss man sich noch mal vor Augen führen. Also es war ja nicht irgendwie jetzt auf Messerschneide, es war eine kapitale Klatsche. Sie haben es nicht mal quasi über die Vorrunde hinaus ins Hauptspiel geschafft. Unzulässiger Antrag. Sie kennen nicht den Unterschied zwischen Organstreitverfahren und Normkontrolle. Sie kennen nicht den Unterschied zwischen Artikel 20 und Artikel 38. Und das ist einfach eine schallende Ohrfeige gewesen. Und ich würde sagen, an Ihrer Stelle, Herr Brandner, wäre ich hier nicht aufgetreten, um irgendwelche Zirkusnummern zu veranstalten. Ich hätte mich aus Scham mal eine Woche in die Bundestagsbibliothek zurückgezogen und mich mit Verfassungsprozessrecht beschäftigt. Das würde Ihnen nämlich gut zu Gesicht stehen. Und ich biete das auch gern an, wenn Sie glauben, oh, so eine schlimme Institution, einschlägige Werke zum Verfassungsprozessrecht, können Sie bei mir im Büro gerne mal ausleihen. Bender, Schleich, Koriot, gibt es viel zu lesen. Damit würden Sie den Verfassungsrichtern in Karlsruhe das nächste Mal vielleicht Unsinn ersparen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen muss man schon sagen, die AfD hat hier wirklich scheinheilig vorgetragen. Und ich will zum Schluss noch sagen, das Argument, man hätte das während der Fußball-WM
beschlossen. Das hat ja auch ein bemerkenswertes Verständnis zutage gefördert. Da will ich Ihnen sagen, also Herr Brandner, ich freue mich auch über jedes Fußballspiel der Nationalmannschaft. Es ist aber wie für so viele Bürger in Deutschland kein Grund, den Dienst einzustellen. Das gilt auch für das deutsche Parlament, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit Ihnen gibt es jedenfalls keinen Fortschritt für die Parteiendemokratie. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Helge Limp.